Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hero of the Kingdom The Lost Tales 2. Weiter geht es. Oh, guck mal hier. Ein Blümchen. Unterhalten. Mein Vater hat sich den Kopf angeschlagen. Der Vater des Schmugglers ist einmal Pirat gewesen. Man sagt, er hätte während seines Lebens einen ziemlichen Schatz zusammengetragen, den er irgendwo vergraben hat. Leider hat er seinen Verstand verloren. Ich weiß nicht, ob der Schatz wirklich existiert. Ich habe versucht, ihn zu finden, hat aber kein Glück. Ich kann den Fisch gar nicht mehr riechen. Der alte Mann hat eine Schwäche für gutes Essen. Ein Stück Fleisch und Brot. Danke, ihr seid sehr nett. Der alte Mann beginnt sofort zu essen. Ich glaube, das Essen hat ihn wirklich aufgemuntert. Nehmt dies. Pilze. Lasst mich euch etwas erzählen, Freunde. Vergesst es. Er ist sowieso schon verloren. Danke, dass ihr meinem Vater geholfen habt. Der Schmuggler ist froh, dass wir uns um seinen Vater kümmern. Drei rufen 50 Gold. Oh, mir klebt die Zunge am Gaumen. Der alte Mann würde liebend gerne etwas Bier trinken. Na, das kriegen wir doch bestimmt aus einem Gasthaus. So, wir haben ja eine neue Quest. Das ist der alte Mann, ne, mit dem... der arme Mann. Wir geben dem Bettler einen Teil des Schatzes. Ich glaube, das kann sein Leben verändern. Was für ein großzügiges Geschenk. Und hier noch. Er wird nie wieder betteln müssen. Sehr schön. Schatz. Wir geben der Frau des Fischers ein Stück des Schatzes. Ich glaube, ihre Familie wird guten Gebrauch davon machen. Ich kann es nicht glauben. Danke, meine liebe Kleine. So, damit haben wir alles erledigt. Und jetzt sehen wir auch, dass diese Kisten im Wasser sind, seitdem wir in der Höhle waren. Das habe ich wirklich gebraucht. Wartet einen Moment. Ich werde euch ein Geheimnis verraten. Der alte Mann erzählt uns von seinem Schatz. Der Schatz existiert wirklich und der befindet sich in einer nahegelegenen Höhle. Das Problem ist nur, dass die Höhle eingestürzt ist und der alte Mann weiß nicht mehr, wo er ihn vergraben hat. Na, dann werden wir mal Radar graben. Einfach just for fun hier. Oh, wait, da ist der Schatz. Wer hätte das gedacht? Okay, dann spare ich mir den Rest. Oh, ich glaube es nicht. Das ist mein Schatz. Der alte Mann ist sehr erfreut, dass wir seinen Schatz gefunden haben. Er beginnt sofort auf der Suche nach etwas in der Truhe herumzukramen. Warte einen Moment, ich werde euch etwas geben. Der alte Mann gibt uns einen großen vergoldeten Dolch. Es heißt, dass er der Dolch des legendären Piratenkapitäns Rascal. Das ist unsere Belohnung für das Finden des Schatzes. Nice. Leider ist immer noch da, okay. Aber ich werde ja einfach nicht mehr reingucken. Ist schon okay. So. Damit haben wir das erledigt. Ich verspüre einen ungewöhnlichen Frieden. Der Fluch löst sich auf. Wenn ihr mein Tagebuch findet, behandelt es mit Vorsicht. Es gibt Wege, die zum Bösen führen. Bevor Kapitän Crawford für immer aus der Welt geht, verrät er uns, dass wir unsere Belohnung in seiner Kabine im Schiffswrack finden können. Wir können das Schiff looten. Wir finden einige interessante Dinge in der Kapitänskabine. Kapitän Crawfords Tagebuch, eine Perle und zwei Fell. Nice. So, wir brauchen noch zwei zusätzliche Bretter, die können wir kaufen, das ist nicht das Problem. Wir haben richtig viel Kohle gemacht. Theoretisch können wir jetzt auch seine Quest erledigen. 20, 15, 5. Schauen wir mal, ob es schon geht. Oder ob wir wieder etwas wenig Geld haben. Hier sind überall die Kisten gespawnt. Die müssen wir jetzt nachträglich überall absuchen. Hier auch irgendwo. Da ist noch einer. Zwei Wolle, nice. Da muss ich mir nämlich auch nicht kaufen, ne? Sehr praktisch. Ich glaube hier. Kann hier noch was gewesen sein? Ne. Da ist ein Fässlein. Ich habe noch nicht gesehen, was es war. Ich bin viel zu sehr damit beschäftigt, alles abzuluten. Eine Sichel, nice. Auch teure Sachen kriegen wir hier, ne? Das ist schon geil. Da haben wir noch was. Ein Fell, na sehr schön. Das freut mich. So, 20. Geht nicht, okay. Ah, machen wir es immer noch nicht. Nee, ich will noch nicht alles kaufen. Es kann sein, dass ich hin und wieder was finde, weißt du? Wir werden mal das kaufen.
Und meinetwegen nochmal 5 Wolle. Aber nicht so viel, weißt du? Es kann sein, dass wir zwischendurch was finden. Dann müssen wir es nicht unnötigerweise kaufen. Wir besorgen das notwendige Material. Die Mannschaft beginnt sofort mit der Reparatur des Schiffes. Gut gemacht! Kapitän Hobson verspricht sich, mit der Mannschaft bezüglich des Angriffs auf den Hafen zu beraten. Ich muss zugeben, du bist ein sehr mutiges Mädchen, Cassandra. Black Rose unterstützt unseren Plan, den Hafen anzugreifen. Obwohl er ein Pirat ist, fühlt er sich verpflichtet, die Schwachen zu beschützen. Dieses Gefühl ist in ihm als ein Echo einer Vergangenheit, an die er sich nicht erinnert. Ich befürchte, Kapitän Hobson wird dir nicht helfen. Black Rose kennt Kapitän Hobson gut. Er ist ein alter Pirat. Er wird seinen Hals nicht riskieren, wenn kein Gold zu holen ist. Unter seiner Kommando wird solch ein riskanter Angriff nie stattfinden. Ich bin eure einzige Chance. Black Rose weckt die Mannschaft, um einen neuen Kapitän zu wählen. Er will selbst Kapitän werden. Der größte Teil der Mannschaft steht hinter ihm. Aber nach Tradition kann nur jemand Kapitän sein, der 3 legendäre Artefakte vorlegt. Einmal den goldenen Dolch, einmal das Teleskop und einmal Crawfords Tagebuch. Wir geben Black Rose 3 interessante Artefakte, die wir gefunden haben. Wir geben sie gern auf, wenn es unserem Königreich hilft. Großartig! Diese 3 Artefakte werden auf jeden Fall ausreichen. Schön hingeschaut, Mensch. So war das nicht vereinbart, junge Dame. Kapitän Hobson hat erfahren, dass wir Black Rose dabei helfen, neuer Kapitän zu werden. Wir werden nicht länger mit Hobson verhandeln können. -2 Ruf. Nun kommt der Moment der Wahrheit. Die Wahl des neuen Piratenkapitäns beginnt. Ich frage mich, wie sie wohl ausgehen wird. Ich werde Black Rose die Daumen drücken. Wir wählen einen neuen Kapitän. Jeder sagt seinen Namen. Black Rose. Hobson. Black Rose. Black Rose. Black Rose. Black Rose. Es ist entschieden. Der neue Kapitän ist Black Rose. Mannschaft, zurück an die Arbeit. Die Reparaturschiff muss beendet werden. Die Piraten haben Black Rose zum Kapitän gewählt. Ich hoffe, er wird unsere Hilfe nicht vergessen. Nun, Freunde, ihr schaut auf den neuen Kapitän. Ich werde mein Versprechen halten. Kapitän Black Rose hält sein Wort und wird den Hafen angreifen. Das Schiff ist jedoch noch nicht seetauglich. Der Kapitän bittet uns, ihm in der Zwischenzeit einen Kapitänsmantel und ein paar neue Schuhe zu besorgen. Noch was? Bin euch dein Sklave, Alter. Das heißt, wir müssen ihm hier helfen, ne? Gut, wie sieht unser Goldstand aus? 134 ist jetzt nicht so das Beste. Aber wir können ein paar Waren verkaufen. Können wir auch ein paar Kräuter verkaufen? Eigentlich nicht, aber bin ich ein bisschen geizig, muss ich gestehen. Eigentlich bin ich da sehr geizig. Was ist eigentlich hier? Eine Sichel verkaufen? 16 Gold, ja, why not? Ich glaube, wir haben genug Sicheln. Waffen werden nicht verkauft. Essen wird eigentlich... Achso, ich kann... Wo konnte ich denn die Spiegeleier braten? Am Feuer, ne? Ja, unbedingt. Unbedingt. 13 Spiegeleier. Aber Essen will ich eigentlich auch nicht verkaufen, ne? Das bringt jetzt auch nur 7 Gold. Das ist wirklich nicht viel. Lass uns doch kurz zu der anderen Insel gehen. Da sollten wir noch etwas Gold bekommen können. Yep. Und die ganzen Tierdinge. So, 20, 15, 5 jetzt aber. Damit haben wir das erledigt. Und er kann sicherlich was Schönes geben. Habe ich hier 5 Leder? Oder was Fell gewesen, was ich habe, ha? Oh ne, habe ich nur einmal, hä? Komm ich drauf, dass ich 5-mal hätte. Hab wohl dieses plus 5 gedacht, dass ich das schon habe, aber tatsächlich hatte ich das nicht. Und wie konnte die Materialien finden, die der Schneider benötigt? Das habe ich wirklich gebraucht. Wie kann ich euch belohnen? Der Schneider konnte uns nicht den vollen Preis für die Materialien zahlen, aber er versprach uns einen Rabatt, sobald sollten wir seine Dienste benötigen. Willkommen zurück, wie kann ich behilflich sein? Der Schneider kann einen schönen Kapitänsmantel nähen und er wird uns
Er wird es uns kostenlos tun. Ihm fehlen nur die Fälle und Perlen, die zu einem richtigen Kapitänsmantel dazugehören. Alter, jetzt muss ich ernsthaft die Perlen kaufen wieder, ja? Ich muss eher mal die Schuhe kaufen. Zwei Perlen und fünf Fälle. Geld haben wir ja genug mittlerweile. Dann noch eben die Perlen, die beiden. Ne, der hier oben. Aua, das tut weh. Ah, zwei Stück davon kaufen müssen. Aua, aua. Das tat im Geldbeutel sehr weh. Irgendwie habe ich es mit diesem Fell, muss ich dazu sagen. Keine Ahnung, was ich da mache. Aber irgendwie scheine ich zu dumm zu sein. Habe ich doch. Das ist Leder, ich brauche Felle. Oh, komm, ich habe keine Köder mehr. Ein Gold, ist ja nix. Das ist echt günstig geworden. Ja, könnte ich wieder verkaufen, wenn ich möchte. Wir brauchen Felle. Ich habe drei Felle und brauche fünf. Gibt es noch ein Tier, was ich killen kann? Eigentlich nicht, oder? Aber irgendwo muss ich ja Felle... Aber ich habe sie nicht verkauft, oder habe ich sie benutzt? Da müssen wir die irgendwo kaufen können. Das ist Leder, das brauche ich nicht. Ich brauche Fell. Fell, Fell, Fell. Da muss es ja das hier geben. Da ist es. Da, wo natürlich auch die Perlen waren. Gute Materialien. Es wird mir eine Freude sein, an diesem Mantel zu arbeiten. Ein wenig später. Fertig. Der Schneider begann sofort mit der Arbeit. Es dauerte nicht lange und der Kapitänsmantel ist fertig. Er sieht großartig aus. Sehr nice. Wir geben dem Kapitän einen schönen neuen Mantel und ein paar Schuhe. Gut gemacht, seht euch das an. Sogar Hobsons Kapitänsmütze passt mir. Nun sieht Black Rose sogar aus wie ein richtiger Piratenkapitän. Drei Ruf bekommen dafür. Ich habe eine weitere Aufgabe für euch. Die Reparaturen am Piratenschiff sind fast abgeschlossen. Leider sind die Segel so beschichtet, dass neue erstanden werden müssen. Ach, eine gute Frage, wo, wa? Das weiß ich tatsächlich nicht. Muss es einen neuen Händler dafür geben? Ja. Schön, euch wiederzusehen. Sagt Bescheid, wenn ich irgendwie helfen kann. Der Schneider kann Segel für uns nähen. Dafür braucht ihr jedoch besonders starken Flachs. Womit ich auch Flachs nähe, wie viel Flachs ihr hier braucht. Zwölf Stück. Ist ja kein Ding. Geld haben wir ja. Wir schwimmen ja im Geld. Gut gemacht. Lass uns an die Arbeit gehen. Wir? Du arbeitest ein wenig später. Uff, das war eine Menge Arbeit. Der Schneider wird von seiner gesamten Familie unterstützt. Trotzdem dauert es eine ganze Weile. Drei Segel fertig gebastelt. Gut gemacht. Gute Arbeit. Das sollte alles sein. Das Schiff ist wie neu. Zu diesem besonderen Anlass beschließt der Kapitän, ihr einen neuen Namen zu geben. Sie wird nach ihm benannt werden. Black Rose. Auf wie viele Männer vom Festland können wir zählen? Der Kapitän versucht, einen Plan für den Angriff auf den Hafen zu schmieden. Es wäre am besten, wenn wir zusammen mit dem königlichen Soldaten angreifen würden. Es ist damit, die königlichen Soldaten davon zu überzeugen, zusammen mit den Piraten zu kämpfen. Ein bisschen Überzeugungsarbeit für die Guten, ein bisschen Geld springen lassen. Oh, königliche Hoheit, wie lauten die Befehle? Ich informiere Kommandant Favian, dass wir mit der Hilfe der Piraten einen Angriff auf den Hafen planen. Die königlichen Soldaten müssen zur gleichen Zeit vom Markt aus angreifen. Piraten? Können wir ihnen wirklich trauen? Ich versichere den Kommandanten, dass die Piraten auf unserer Seite sind. Das Angriffssignal wird eine Salve mit, den Schiffskanonen sein. Ich verstehe. Wir werden uns für den Angriff vorbereiten. Nice! Und auf geht's. Jetzt wird hier fett die Stadt belagert. Let's go. Gut gemacht. Das könnte funktionieren. Bist du bereit, Cassandra?
dass jeder, der an dem Angriff auf den Hafen beteiligt sein wird, bei einem Schwert kämpfen kann, bei voller Stärke ist. Wenn wir anlegen, werden wir uns alle an den Kämpfen beteiligen müssen. Ich brauche Schwertkunst. Krieg ich die Auto... Ah, okay. Gib den gleich mal her, da bringt mir nämlich Schwertkunst wahrscheinlich bei. Komm her, kleine Prinzessin, bist du bereit zu kämpfen? Beauftragt zwei Piraten, mich im Schwertkampf zu unterrichten. Dann lass uns ein Schwert kaufen. Für 100 Gold. Aua. Aber gut, jetzt lernen wir es. Lass uns anfangen. Tot. Und auch tot. Gar nicht so schlecht, kleine Prinzessin. Versuch es noch einmal. Mit deinem Schwert zu kämpfen ist viel schwieriger als mit einem Dolch. Ich muss noch mehr trainieren. Verteidige dich. Gut gemacht. Das ist genug Training für den Moment. Nun ist es an der Zeit für einen richtigen Kampf. Oh yeah, jetzt können wir kämpfen, Leute. Jetzt können wir alles bekämpfen, was hier überall rumfleucht und kreucht. Zum Beispiel das Okay, wir können gar nichts bekämpfen. Das ist ja absolut traurig. Aber wir können ein bisschen übernachten. Um einfach ein bisschen, Energy zu kriegen. Ja, leider müsste man ja sagen, okay, jetzt bitte sechs miteinander übernachten, weißt du? Weil ich habe ja genug Holz und ich möchte das mehrfach machen können. Hintereinander sofort. Hat das Spiel leider immer noch nicht. Sehr ärgerlich. Stört mich schon tatsächlich seit dem ersten Part. Also seit dem ersten Teil des Spiels. Okay, let's go! Dann mal los! Es ist an der Zeit. Der Kapitän gibt den Befehl. Die Mannschaft arbeitet hart und bewegt sich zusammen mit dem Schiff auf und ab, während der Wind an den Segeln zerrt. Der Anker ist gelichtet und das Schiff bewegt sich langsam vorwärts. Der Hafen ist nicht weit entfernt. Wir werden ihn in ein paar Stunden erreichen. Ein wenig später. Klar machen zum Ausschiffen! Feuere die Signalsalve! Nehmt euch in Acht, es sind Monster am Hafen, ich werde euch den Rücken decken. Nice, danke. Jetzt wird gekämpft an Land. Oh, hier haben wir sogar einen mit einer Lanze. Okay, lass uns erstmal das looten. Wichtig, erstmal alles looten, was hier rumliegt. Echsenmensch. Weg mit dir. 5 Gold. Angriff! Hurra! Gut gemacht. Hilfe ist hier. Ex-Mensch-Krieger. 9 Ausdauer brauchen wir dafür. Hurra! Prinzessin Cassandra. Nice, wir können angeln. Jetzt habe ich leider keine Energie mehr. Die geht schnell aus, ne? Dann lass uns ein bisschen Spiegelei essen. Nicht verkehrt. Und gerade wieder hier einen goldenen Fisch erhalten. Wunderschön. Eure königliche Hoheit. Die Soldaten machen den Weg zwischen dem Markt und dem Hafen frei. Die Piraten sichern den Hafen selbst. Nun werden wir uns zum östlichen Tor begeben. Kommandant Fabian wird uns begleiten und die Soldaten werden hier verbleiben, um den Markt zu sichern. Feuer löschen. Die Ex-Menschen haben geplündert und furchtbaren Schaden angerichtet. Sie haben alles in ihrem Weg zerstört. 5 Wasser brauchen wir dafür. Eieiei. Ich brauche noch ein Gegengift. Welches ich aber nur auf der anderen Insel zu bekommen scheine. Nee, nicht Gegengift, ich brauche ein Gift sogar. So, machen wir hier. Zack, 4 Stück draus. Ein bisschen Gegengift machen, warum nicht? Pilze haben wir keine mehr. Und die haben wir auch nicht mehr. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Fischi angeln. Jetzt, wo das Schiff weg ist. Nice, haben wir eine Perle dazu. Finde 10 Perlen. Taucher.
Und da wir etwas Geld benötigen, können wir gleich schon mal eine Perle verkaufen, die leider nur 90 kostet und einen goldenen Fisch für 100 verkaufen. Kann man die auch kaufen? Nee, man. Goldene Fische sind wirklich lediglich nur dafür gedacht, Geld zu bekommen. Weil kaufen kann man die Dinger nicht. Weg mit dir! 20 Goldmünzen. Noch mehr Echsen. Wir müssen sie alle vertreiben. Naja, aber man kann schon mal hier Eier mitnehmen. Oh, das sind tote Soldaten. Oh, da ist einer verschüttet. Oh, weia. Fang 100 Fische erledigt. Nice. Und ich habe keine Ausdauer mehr. Und auch diese Seite erledigt. Hurra! Soldat, wie ist die Lage hier? Nur eine Handvoll Soldaten sind am östlichen Tor verblieben. Es sieht schlecht für ihre Verteidigung aus. Die Echsenmenschen sind machtvoll und es kommen noch mehr. Wir sind gerade rechtzeitig angekommen. Kommandant Fabian wird hierbleiben und die Verteidigung stärken. Was ist hier eigentlich passiert? Ich will alles bis ins kleinste Detail wissen. Oh, weia. Finde 20 verlorene Kisten und Fässer. Finde 12 Kram. Ein Achievement nach dem nächsten hier. I love it. Ich liebe es wirklich. Ein bisschen fischen und Netzen gehen. Ja, das heißt auch Fische. Fischen. Guck mal, hier ist eine Höhle, oder? Dahinter? Kann das sein? Sehe ich das aber richtig, dass da hinten eine Höhle ist? Müssen wir mal die ganzen Fische verbraten gehen. Ich will nicht mit euch sprechen. Der Schmuggler will nicht mit uns sprechen. Bitte helft mir. Die verzweifelte Frau hat nichts mehr zu essen für ihre Kinder. Sie braucht unbedingt Nahrung. Das ist furchtbar. Was soll ich tun? Johanns Haus ist zerstört, aber schlimmer noch, seine Frau und Kinder wurden von den Echsenmenschen entführt. Niemand weiß, warum die Echsenmenschen Menschen entführen oder wo sie festhalten. Bitte. Der Bettler bitte um etwas zu essen. Wartet einen Moment. Ich brauche Hilfe. Der verwundete Soldat braucht Hilfe, er braucht einen Verband. Eieiei, ich kann nichts befriedigen hier. Unfassbar. Prinzessin, hört, was ich herausgefunden habe. Die Echsenmenschen sind durch das Lagerhaus auf diesem Hof in die Stadt gelangt. Der Angriff kam also von innerhalb der Stadt. Es ist ziemlich offensichtlich, dass die Echsenmenschen durch die Kanalisation gekommen sind. Es wird also jemand dort hinuntergehen müssen, um die Ursache der Katastrophe zu finden. Das ist aber noch nicht alles. Laut den Menschen, die aus dem oberen Teil der Stadt geflohen sind, ist die Situation sogar noch schlimmer. Die Kobolde wüten in den Straßen. Man sagt, die Stadt sei von einem Fluch befallen, den der König selbst darauf beschworen hat. Und hier ist ein Dämon gekommen. Das kann nicht sein. Ich kann nicht glauben, dass mein Vater etwas damit zu tun haben könnte. Ich werde herausfinden, wer oder was für die Zerstörung unserer Stadt verantwortlich ist. Hab keine Angst, Cassandra. Zusammen können wir es schaffen. Vorsicht, das ist ein weiterer Echsenmensch im Hof. Wir haben keine Wahl. Wir müssen die Kanalisation hinabstellen und diese Echsenmenschen aufhalten. Kommandant Fabian wird uns helfen. Uiuiui, wir werden bestimmt hier wieder rauskommen, wa? Die werden hier reingelaufen sein und da ist ein Loch drin und dann rauskommen, alles klar. Gut. Bevor wir das machen, meine lieben Freunde, werden wir an dieser Stelle eine kleine Pause machen, denn die Zeit ist leider schon wieder rum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Ich liebe diese Games. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Hero of the Kingdom und der Lost Tales 2. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.